die Strecke ein bisschen ab, wenn man also oben auf dem Top aufkommt, auskommt am Ende der Kurve, dann fällt die Straße ganz leicht etwas ab nach außen hin. Und wenn man dementsprechend das Lenkrad ein bisschen zu weit drin hat, dann kann es da schon dazu kommen, dass man sich dreht. Mich verwundert das vor 10, weil das ist eine relativ schnelle Ecke. Die Autos haben ja viel Abtrieb und haben auch eine Traction Control. Also ich denke mal, das ist wirklich jetzt, so wie du es angesprochen hast, da ist ein unerfahrener Fahrer im Auto, dem einfach das alles ein bisschen zu viel ist und der dementsprechend vielleicht nicht richtig reagiert hat oder die Knöpfe nicht richtig eingestellt hat vorher. Und das Ganze vielleicht nicht auf nass oder feucht steht, sondern auf trocken oder... Naja, das ist ihm auf jeden Fall ein bisschen zu schwierig, das Auto. Wir haben das gestern schon an den Zeiten gesehen. Er fährt ja zusammen mit einem anderen Privatier, dem Scott Tucker aus Amerika. Und das ist natürlich eine Riesenaufgabe, in so einem Auto sich hier zurechtzufinden. Die beiden kennen die Strecke nicht, die kennen das Auto nicht. Also ich würde mal sagen, das ist auch eigentlich eine Hausnummer zu hoch für die Jungs. Aber dennoch, sie haben das Kleingeld, um sich hier an das Team einzukaufen, sind das Abenteuer eingegangen. Und richtig, ich sehe das so, wie du es eben gesagt hast. Man muss auch hoffen, dass da im Rennen nichts passiert, weil man kann schnell schon mal daneben greifen, nicht in den Spiegel gucken und dann kommt der Peugeot von hinten angeflogen oder ein Audi, man zieht rein und es kann knallen. Also, weil die Jungs sind natürlich sehr mit sich selber beschäftigt. Von daher ist das nicht so wirklich die ideale Ausgangsposition hier für die 24 Stunden von Le Mans. Nochmal schnell der Blick auf die Zeiten. Simon Pagenaud im Peugeot immer noch vor Alexander Wurz und Stefan Sarrazin, dann Olivier Panis, Mike Rockenfeller, Benoit Trelogier und Rinaldo Capello sowie Harald Prima. Und in der LMP2 ist nach wie vor Johnny Kane der schnellste vor David Brabham und Miguel Amaral, dem Fahrzeugbesitzer jenes Autos, in dem Olivier Pla unterwegs ist und letztes Jahr die LMP2-Wertung der LMS gewonnen hat. Und Uwe, was gibt es aus der GT2-Klasse Neues? Zeiten stehen im Moment, es tut sich nicht viel. Augusto Farfus war gerade in der Box, hat Standzeit 7 Minuten 44. Ich denke, die haben wieder eine kleine Änderung vorgenommen. Und jetzt muss man nach wie vor abwarten. Gut, dann warten wir gemeinsam ab und entlassen dich erst einmal. Besten Dank fürs Vorbeikommen. Ich hoffe, du schaust noch wieder rein während des Rennens, wenn die Zeit es erlaubt.